Hallo, herzlich willkommen zur dritten Noob-Tour Weihnachtsspezialen Podcast-Runde hier mit der Windprinzessin zusammen. Hallo. Und unser heutiges Thema, passend zu dem nächsten Thema, ist dieses Jahr, das vergangene Jahr. 2015, sagt man auch. Und genau. Was ist uns da widerfahren? Was ist euch da widerfahren? Was ist an Ereignissen passiert in und um unseren Leben. So. Ja, so. Genau. Wo fangen wir denn an? Wir fangen am besten da an, wo es letztes Jahr aufgehört hat. Und da hat es angefangen. Aufgehört hat es bei mir am letzten Silvester mit halt, klar, was wir als nächstes Thema nehmen, halt Neujahrs. Du weißt schon, Vorsätze fürs neue Jahr. Ja, genau. Und ich habe so schwierige Wortfindungen bei dem Problem. Bei dem Problem habe ich schwierige Wortfindungen. So rum nämlich. Heute genau das. Nein, das ist immer, wenn ich irgendwie dieses. Jetzt habe ich nämlich schon wieder Neujahrsvorsätze. Immer wenn ich über dieses Wort stolper, ich muss immer 100 Mal überlegen, wie heißt das Wort nochmal? Und was ist das überhaupt? Ja. Was sind Neujahresvorsätze? Und genau damit hat es sowas? Damit hat es eigentlich schon angefangen. Und es wurden ja ein paar gemacht und eins davon kann ich schon mal sagen, habe ich nicht erfüllt. Weil ich faul bin und normalerweise sehr dem medialen Medium, Internet und Computer verfallen bin, habe ich mir vorgenommen, eigentlich dieses Jahr mehr zu lesen. Also ich meine nicht virtuell, sondern Bücher oder sowas. Und das Einzige, was ich geschafft habe zu lesen, ist, ich weiß nicht, ob man Mangas als Lesen bezeichnen kann. Bilder gucken mit 5 Wörtern. Und da habe ich mir die ganze Tenjo Tenge-Reihe gekauft und durchgelesen. Und das komplett deutsch erschienene Trigun Maximum. Das ist das, was ich gelesen habe. Das ist so wenig, weil es auf Jahr gesehen einfach, weiß ich nicht, 3 Wochen sind oder so, indem ich sowas durchziehe. Auf Jahr gesehen ist das natürlich was, ne? Aber ich habe dieses Jahr auch nur 2 Bücher gelesen. Das ist aber schon mal was. Guck mal. Das ja, war einmal war es Tagebuch der Apokalypse. Und wie die Welt endet. Denn die Themenauswahl ist sehr einschneidend. Ja. Nun, schon so ein bisschen, ne? Manche bereiten sich halt vor auf das Ende. Genau. Also ich bin vollkommen vorbereitet. Okay, sehr gut. Du hast auch wahrscheinlich immer auch deine Survival-Tasche irgendwo in Türnähe, falls du los musst wegen der Apokalypse. Natürlich. Dann ist da alles drin. Ja, habe ich auch. Zumindest habe ich meinen Plan schon liegen. Das war, wie gesagt, eine Sache, die nicht erfüllt worden ist, aber die ich mir auch fast jedes Jahr vornehme und genauso oft auch sage, dass ich das nicht geschafft habe. Irgendwie, das ist so mein Dauerbrenner. Das ist mein absoluter Neujahrsdauerbrenner. Mehr lesen. Und noch? Ja, wird auch immer noch so. Also, was noch so war. Ja, was habe ich noch? Ich habe mir noch vorgenommen, halt hier auf dem Kanal. Habe ich ja erzählt, 500 Abonnenten zu erreichen. Das hat ja zum Glück geklappt. Das ist ja natürlich nichts außergewöhnlich Externes außerhalb des Kanals. Aber und es ist noch nicht beeinflussbar. Aber da habe ich mich drüber gefreut, dass das geklappt hat. Und wenigstens etwas klappt. Ja, wenn es schon nicht im echten Leben klappt, dann eben im virtuellen. Und weil meine Situation halt in der alten Wohngegend, wo ich gewohnt habe, wie gesagt, das ist ja auch sowas, was geklappt hat. Also Mio und ich wussten schon, dass das in unserer, in Nordrhein-Westfalen, wo wir herkommen, nicht mehr so klappt, auch wegen meiner Gesundheit nicht. Und deswegen sind wir ja umgezogen und das hat ja zum Glück auch geklappt, weil das war schon, ich will nicht sagen kritisch, aber blöd, zumindest. Und da bin ich auch sehr froh, dass das geklappt hat. Also es gibt durchaus positive Dinge. Na siehst du, das ist doch schön. Also ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar keinen Vorsatz gehabt. Und wenn, dann kann ich mich nicht mehr daran erinnern und habe ihn wahrscheinlich nicht erfüllt und habe es einfach nur verdrängt. Das kann natürlich auch sein. Echt? Einfach so. Aber ich. Also einfach. Ja gut, ich meine, wenn du mit wenig Erwartung rangehst, kannst du natürlich auch viel erreichen, weil du ja, sag ich jetzt mal, nicht so gezwungen bist innerlich an irgendwas. Ja. Das ist auch nicht schlecht. Ja, das stimmt auch. Das stimmt. Das stimmt allerdings, aber ja. Ich weiß nicht. Nee, ich kann mich auch nicht erinnern, dass irgendwas
dass ich mir irgendwas vorgenommen habe. Wie gesagt, die zwei Bücher habe ich nur gelesen, aber das habe ich mir auch nicht vorgenommen. Aber vielleicht sollte ich mir das mal wieder vornehmen. Das sind so Sachen einfach für mich persönlich, weil ich weiß. Ich weiß, dass ich faul bin und ich weiß, dass gerade über Weihnachten und so, da wäre ich nochmal so noch träger. Und ich brauche das einfach. Ich muss mir immer so kleine Ziele setzen, die ich erreichen möchte. Sonst klappt bei mir nichts. Ja. Es ist ja auch wichtig, sich ein paar Ziele zu setzen, auch wenn es nur kleine Ziele sind. Ja. Umso schöner ist es dann, wenn man kleine Ziele erreichen kann, dann kann man wieder größere Ziele danach noch setzen. So sehe ich das nämlich auch. Das fängt bei mir, so blöd es auch klingt, jetzt da ein bisschen festzuhalten, das fängt bei mir schon an, einfach einmal in der Woche oder zweimal in der Woche die Wohnung zu staubsaugen. Das fängt schon bei mir an. Wenn ich das muss ich mir jedes Mal so vorhalten, das muss ich auch machen, das muss ich auch abhaken, aber das mache ich virtuell. Ja, da brauche ich keinen Zettel mehr für. Ich hatte vor der Aufnahme erzählt, ich schreibe mir alles auf Zettel, damit man verfolgen kann, warum ich das anspreche. Und ich habe auch einen virtuellen Zettel mit solchen Sachen, so eine To-Do-Liste und so, da habe ich dann solche Sachen drin. Diese Zettelwirtschaft. Ja, diese immer wiederkehrenden Sachen, die schreibe ich mir schon virtuell auf, weil das geht nicht so schnell verloren. Staubsaugen. Ja, Staubsaugen, abwaschen auch. Und was ich auch habe, ist die Termine, wann die ganzen LPs so kommen, anhand meines Sendeplans, die hacke ich auch immer ab, was ich aufgenommen habe und was schon hochgeladen ist und so. Das habe ich auch. Kann nichts vergessen! Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht und dann habe ich mir den Sendeplan gemacht und dann ging es ein bisschen einfacher, weil man dann eine Übersicht hat, was man wann bringen muss. Obwohl, man muss auch sagen, wir sind ja beide fast mehr oder weniger zeitgleich hier auf YouTube, haben hier angefangen und das erste Jahr war das so ein bisschen schleppender, die Sachen zu machen und jetzt ist es einfach so eine Art auch Routine. Man weiß so ungefähr, oh, das muss ich noch machen, das kann ich noch machen und so. Und das macht auch Spaß. Routine ist in dem Fall ja kein nichts Schlechtes. Das stimmt. Ich freue mich immer jedes Mal, wenn ich wieder Let's Play aufnehmen kann irgendwie. Das ist ganz komisch. Also es ist schon Arbeit irgendwo, aber irgendwie ist es auch immer so eine Vorfreude dabei. Da kann ich ja mal eben auch wieder am Rande, weil es gehört doch zum Jahr. Also wenn du jetzt Freizeit hast in deinem Jahr, also jetzt, klar, jetzt hast du die LPs, aber ist es auch so, zockst du auch noch selber für dich oder machst du das eher wegen, oder hast du weniger Zeit durch Arbeit und so, um jetzt in der Freizeit noch was zu zocken? So. Also das Einzige, was ich privat noch zocke, ist League of Legends. Das ist wirklich das einzige Spiel, das ich offline spiele. Alles andere nehme ich auf. Aber das ist vielleicht auch so eine kleine Let's-Player-Krankheit, dass man wirklich eigentlich gerne alles aufnehmen möchte. Ja, das stimmt. Und League of Legends kann man halt auch zwischendurch mal so spielen. Und da spiele ich halt auch viel mit Freunden zusammen. Und deswegen geht das auch in der Freizeit dann halt mal ganz gut. Okay, ja, dann ist es, glaube ich, ich wollte das so ein bisschen begründen, warum du dich dann wahrscheinlich so freust auf die LPs. Das geht mir nämlich auch so, weil man halt ein bisschen zocken kann. So. Das ist immer mit Arbeit verbunden, LPs zu machen. Ne? Einfach so zocken ist ein bisschen einfacher. Man muss nichts hinterher noch auswerten, rendern und schick machen und so. Und den ganzen Quatsch dahinter machen, aber ich finde, gerade wenn man, ich sag jetzt mal, wenig Zeit hat, aber diese Routine hat, LPs aufzunehmen, dann zockt man doch immer wieder was und ich finde es toll und mich entspannt das extrem, wenn ich zocke, egal ob das jetzt fürs LP ist, mit Quatschen und auch einfach nur Solo, wo ich trotzdem genauso viel quatsche, naja, ja, weil ich meistens auch wenig Spiele, die ich, sag ich mal, alleine spiele, das ist ganz selten der Fall, so. Ja. Selbst wenn ich an meinem Nintendo sitze und irgendwas zocke, dann sitzt meistens Mio neben mir und zockt entweder ein ähnliches Spiel oder was anderes. Und dann quatsche ich auch, deswegen. Was ich aber auch sehr entspannend finde, ist einfach mal eine Runde Fernsehen zu gucken. Ne. Boah. Doch, total. Aber es muss irgendwas Sinnloses sein, was ich denn da gucke. So irgendwie hier Bauer sucht Frau oder so. Das finde ich total super, weil ich da nicht nachdenken muss. Ja, weil genau das ist ja das Problem. Du musst nicht. Boah, das ist so schlimm. Das ist echt nur eine Parodie des Lebens. Mehr ist es nicht. Oh, das finde ich aber so entspannend. Echt? Also, was ich gucke, und da muss ich auch zugeben, wenn ich irgendwas gucke, dann ist es. Ja, gut, manchmal Filme. Da kommt es auch drauf an. Klar, da kann man nicht sagen, oh, ich gucke keine Filme. Aber wenn ich was im Fernsehen gucke, dann ist es wirklich irgendwie Zeichentrick. In irgendeiner Form. Ob das jetzt, das ist natürlich auch schön, ob das jetzt Animes sind, das ist natürlich kein Fernsehgucken in vielen Sachen, weil ich auch vieles als DVD habe.
entweder Animes gucken oder halt so Sachen wie Gravity Falls oder so. Solche Sachen, das ist ganz interessant. The Walking Dead. Ja, The Walking Dead auch, ja. Aber das ist ja auch wieder, das trifft ja meine eigenen Neigungen. Ich sag nur 700, über 700 Spielstunden Left 4 Dead 2, da ist dann halt, da kommt man nicht drum rum, dann The Walking Dead zu gucken. Ja, vielleicht solltest du anfangen, solche Bücher zu lesen, solche Endzeitbücher, die sind total interessant. Oh, nee. Nein. Nein. Nicht? Nee. Ich weiß nicht. Es kommt immer auf Endzeit drauf an. Das ist halt das. Ich finde zum Beispiel Endzeit interessant, aber ich finde zum Beispiel so eine Endzeit wie bei Fallout nicht interessant, weil das ist so atomares Wasteland. Ja. Das ist so realistisch. Nein. So, weil das einfach viel zu nah an der Realität ist irgendwo dann. Oh, finde ich gut, wenn es realitätsnah ist. Habe ich nichts gegen. Wollen wir das Thema... Aber was war denn dein Highlight des Jahres? Mein Highlight des Jahres? Für den normalen Menschen, der ich auch ab und zu mal bin, war mein Highlight eigentlich, mein eigenes Auto zu fahren. Das hat ja ein bisschen gedauert. Ich bin ja zwar ein bisschen älter, aber die erste eigene Karre konnte ich jetzt erst so richtig haben. Das war mein Highlight. Und natürlich hier hin ziehen dann. Ja, das sind fucking 300 Kilometer plus gewesen und es ist mega merkwürdig. Ich war komischerweise letzte Woche, ja, war ich beim Einwohnermeldeamt, was man halt so macht, und jetzt bin ich auch offiziell hier gemeldet. Und das ist schon so komisch. Man hat jetzt das Gefühl, man ist wirklich hier angekommen. Auch wenn die Wohnung noch nicht so aussieht, aber ja. Aber das sind auf jeden Fall die Highlights, wo ich sage, wow, das ist klasse gewesen. Ja. Ja gut, das sind ja auch so Erlebnisse, dann die sind dann fürs Leben da, ne? Ja. Das vergisst man halt nicht so schnell, wahrscheinlich nie. Nee. So ein Umzug. Das stimmt. Ja, vor allen Dingen so ein Umzug. Ja, da kann ich mitreden. Ja, ich weiß. Bei mir ist es nur schon ein bisschen länger her. Das war interessant. Zwei Jahre ist es bei mir her. Also, ja. Sonst ein persönliches Highlight habe ich so eigentlich nicht. Ja, das sind immer so Sachen. Es gibt natürlich immer Highlights. Es gibt auch mal Highlights. Es ist halt mein halbes Leben, wenn ich nicht arbeite, wird einfach durch Zocken bestimmt und durch meine Freundin. Und weiß ich nicht, da ich jetzt mit den LPs angefangen habe, sind es auch viele Highlights, dass ich Spiele durchspiele. Stimmt, das ist auch immer ein kleines Highlight. Ich hab eine Krankheit, was Videospiele anbetrifft. Und zwar, nein, das ist ungelogen, so, ich spiele keine Spiele durch. Wenn ich die privat spiele, ich spiele die nur, wenn die mir gefallen. Das ist natürlich das, das Häkchen daran. Wenn mir ein Spiel gefällt, dann spiele ich das nur zu einem gewissen Punkt, wo ich sage, okay, bald könnte das Ende kommen. Und dann höre ich auf. Ich spiele das Ende nicht zu, ich mache das nicht zu Ende. Nie. Bewusst. Warum? Weil ich dieses Spiel dann immer wieder anfange. Und weil mir das Spiel Spaß macht, deswegen macht es mehr Spaß. Wenn ich ein Spiel durchspiele, lege ich es weg. Und das habe ich bei ganz vielen Sachen. Gut, es gibt natürlich Spiele, die kann man nicht durchspielen, da ist es dann ein bisschen, da ist es dann egal. Aber bei so Story-Sachen, hier auf dem Kanal, wenn ich überlege, ich habe Silver, ist mein absolutes Lieblingsspiel. Das ist mein Lieblingsspiel auf der ganzen fucking Welt. Und ich habe es nie durchgespielt. Außer jetzt beim LP. Ich habe es nie durchgespielt. Okay. Das geht mir auch so bei Dragon Age und bei ganz vielen anderen Sachen. Das ist eine richtig komische Sache, weil ich einfach denke, wenn ich das durchspiele, dann kenne ich einfach alles von dem Spiel, weil ich habe es durch und dann tue ich das in den Schrank, das ist auch schön, aber dann fasse ich das einfach nicht mehr an. So. Ja, das stimmt. Also alles, was ich durchgespielt habe, das steht bei mir auch im Schrank, aber das ist dann eher so Erinnerung. Genauso wie Bücher, die ich durchgelesen habe, die schmeiße ich auch nicht weg oder ich verkaufe sie auch nicht, weil es irgendwo ein Stück Erinnerung ist. Ich weiß, ich habe es geschafft, ich habe es durch, habe es durchgelesen oder habe es durchgespielt. Ja. Und irgendwie hängt da dann doch mein Herz so ein bisschen dran. Ganz ja, komisch. Das habe ich auch, klar. Gut, bei Büchern habe ich das nicht, da lese ich nicht die letzte Seite. Da lese ich die mit. Ja, das wäre richtig merkwürdig. Aber, ja, das wäre wirklich richtig merkwürdig. Ich habe auch manche Bücher, die habe ich auch schon mehr als einmal gelesen. Und nein, wir reden nicht von Harry Potter, wir reden von anderen Fantasy-Büchern. Ja, aber bei Games ist es echt so, wenn ich sag, meine grobe Anzahl von x-beliebigen Spielen habe ich vielleicht nur 5% wirklich bis zum Ende gespielt. Okay. Was ist denn dein Lieblingsbuch? Die Orks von Stan Nichols. Okay, ich denke, das kennt man. Auch wenn man es nicht gelesen hat, ist es, glaube ich, ein Begriff. Das ist,
Weiß ich nicht, vielleicht. Für Fantasy-Leute bestimmt. Ja. Der Schreibstil gefällt mir einfach. Ich weiß nicht warum, aber das trifft genau meinen Vorstellungsgeschmack. Er ist bestimmt Also Linkshänder. jetzt darfst du mal raten, wie mein Lieblingsbuch heißt, das ich gelesen habe. Dein Lieblingsbuch, das du gelesen hast, Ja. das muss ja Hand in Hand gehen, sonst kann es ja nicht dein Lieblingsbuch sein. Das heißt, okay, wir müssen es eingrenzen. Wir machen jetzt das, wer ist es? Also, hast du es dieses Jahr gelesen? Nein. Okay, dann fällt ja schon mal zwei raus. Ich bin ja nicht. Ja, Dann haben nein, hier wir. sind's nicht. Hat eines dieser Bücher mit Hogwarts zu tun? Nein. Okay, dann sind es die Elfen. Nein, ich bin gar nicht so sehr für Fantasy, für diese Ach krasse so. Fantasy, sag ich mal. Da habe ich zwar schon mal eins gelesen und das war auch echt sehr gut, aber sonst so für Elfen und Orks und so bin ich überhaupt gar nicht so zu haben. Das ist, weiß nicht, das ist für mich zu fremd irgendwie. Ja, genau das. Mein Lieblingsbuch heißt Infiziert. Du hast wirklich nur ein Themengebiet, was du liest, oder? Ich habe nur ein Themengebiet Man könnte dir eigentlich, ja. wahrscheinlich Es auch. ist alles ähnlich. Ist von Scott Sigler, ist ein ganz tolles Buch, das beste Buch, das ich je in meinem Leben gelesen habe. Okay. Das siehst du, Bücher. Zwar haben wir es dieses Jahr nicht gelesen, aber. Aber mega, weil ich sehe es auch direkt vor mir, weil es Ja, ich ist habe es hier auch im in Schrank. meinem Bücherregal. Ja. Ja, das ist Ja, ganz halt. toll auf jeden Fall. Ich hatte ja mein Arbeits. Computerzimmer hier gezeigt in der neuen Wohnung im Vlog. Und es ist aber wirklich so, unten ist so eine riesige Ansammlung von Spieleboxen, dann kommen irgendwelche DVDs, dann kommen Mangas und dann kommen einfach vier Bücher. Das war's. Und so ungefähr wird mein Leben auch bestimmt, also freizeittechnisch. Ja. Ab und zu mal eine Seite. Ja. So, das sind auf jeden Naja, aber Fall. immerhin hast du welche. Ja, natürlich, ja, klar, ich hatte auch früher mal Bücher. Ich habe auch alle Harry Potter Bücher gelesen und so. Jetzt ist es nicht so, als ob ich noch nie ein Buch in der Hand hatte, aber. Echt, ich habe nur das erste und bin jetzt beim zweiten dabei sogar. Achso, aber du hast schon alle Filme gesehen? Nee, habe ich nicht. Achso, Ich okay. habe jetzt den ersten Film gesehen und im Kino hatte ich mal den vorletzten oder so Okay. gesehen. Also völlig Also. banal eigentlich und dass ich nicht richtig verstanden habe, worum es da ging. Ich bin einfach nur mit ins Kino gegangen Ah, damals. okay. Warst du müde, Und bist jetzt bin ich halt. eingeschlafen? Genau. Und jetzt bin ich halt beim zweiten Buch dabei und da freue ich mich dann auch schon, wenn ich den zweiten Film sehen kann. Ja, du wirst, ich weiß nicht, wie das beim ersten Film und beim ersten Buch war. Du hast ja gesagt, du hast beides, ne? Ja, also ich denke, von den Filmen ist man schon ein bisschen enttäuscht dann. Das ist merkwürdig, ne? So, es. Ja, ich denke, es ist aber auch bei Tribute von Panem so. Ich habe die Bücher nicht gelesen, aber ich habe alle Filme gesehen. Ich habe Weil auch ich die denke, Filme wenn man die gesehen. Bücher, ja, aber ich denke, wenn man die Bücher liest, dann versteht man auch mehr so, was in den Köpfen der Darsteller so vorgeht und versteht das alles sehr viel besser, weil da ja doch so ein bisschen immer so ein Zwiespalt ist zwischen den Ja, Männern und ich so. glaube einfach auch, dass da so eine gewisse Klarheit gemacht wird, weil irgendwie ich finde, Ja. tut mir leid, ich weiß, es ist super gehypt und oh, wie kann man dagegen was sagen, aber ich finde es einfach nur, weiß ich nicht, das ist total sinnlos, was in dem ganzen Film passiert. Ich verstehe da nicht eine Sache von. Das ist alles, ich finde, das ist einfach ein Gefüge aus falschen Entscheidungen. Irgendwie, Ja, ich verstehe ne? Katniss manchmal halt Ich nicht auch so nicht. richtig, Die ne? Entscheidungen, die sie Und trifft. das ist manchmal, ja, ist manchmal ein bisschen eigenartig. Und deswegen denke ich, würde man das wahrscheinlich, wenn man die Bücher liest, sehr viel besser Ja, verstehen. das glaube ich auch. Das ist auch, aber wenn man jetzt zum Beispiel wieder in die Kinos guckt und man. Wir sind zwar, das ist ja auch alles dieses Jahr passiert, mehr oder weniger, und dann sieht man Maze Runners. Oh, Maze Runner ist auch ein Es ist ganz tolles einfach Buch. fucking nochmal das theoretisch gleiche. Es tut mir leid, aber das ist Stimmt, ja. storymäßig ist das genau dasselbe, nur bei Maze Runners verstehe ich. Ich meine, die versuchen ja aus diesem Gebilde heraus. Die versuchen sich ja zu befreien. So, es ist ja nicht so, als ob die einfach so, oh ja, wir leben jetzt hier fertig. Und ich finde, das ist einfach bei Tribute von Panem ist es einfach extrem so. Klar, ich verstehe, die haben einfach in irgendeiner Form militärische Gewalt, warum man auch immer sagen kann, da können zwei Leute hinlaufen mit Gewehren und dann haben die so extreme militärische Gewalt über 200 Leute in dieser Kolonie oder mehr. Ist ein bisschen merkwürdig, aber okay, das ist halt, man versteht es, Ich glaube denke ich, mal, bei nicht. Maze Runner ist es bestimmt ein bisschen einfacher zu verstehen, Ja, weil es genau. wirklich nur ein kleines Stadion ist, sag ich mal.
ne, worum es geht. Ja, und nicht die ganze Welt. Das ist halt echt, ja, ja, ich da weiß ich auch nicht. Ist es die ganze Welt? Ist es nur eine Riesenstadt oder? Nee, das soll wohl so eine Art, das soll wohl eine Art Amerika darstellen. Ein Land? Genau. Oder, ja, das ist ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Und so wie ich das verstanden habe, weil die, weiß ich nicht, wenn man die ganzen Filme gesehen hat, ohne was zu spoilern, ich denke mal, es ist kein Spoiler, wenn die da von Station zu Station fahren mit dem Zug, da sind ja Tage unterwegs. Und ja, die sind also wirklich, da ist wohl das ganze Land so in der Kontrolle und die ist einfach aufgeteilt worden, das ganze Land, und von dieser Organisation da. Und das muss man, glaube ich, anders sehen und anders verstehen. Und das kommt einfach nicht rüber. Ja. Deswegen versteht, ich kann es gar nicht glauben, nun, dass es wie Amerika so groß ist. Ich kann mir das echt nur wie ein Bundesland vorstellen, oh, eigentlich von der Größe her. Na gut, ich meine, wenn die 2 Tage brauchen von einem zum anderen Ort mit so einem Zug, dann denke ich schon. Also, ach echt, haben die 2 Tage? Ja, die brauchen schon ziemlich lange. Selbst einen Tag von Stadt nach Stadt, wenn der Zug nur geradeaus fährt, dann ist Amerika von der Größe her schon mehr oder weniger realistisch. Aber das sind so die Sachen, ja, das ist so passiert in meinem letzten Jahr. Filme, Umziehen, Gesundheit, Zocken, LPs machen, da ist natürlich dann auch viel Zeit bei drauf gegangen für das Jahr. Ist ja nicht so, als ob wir nichts gemacht haben. Das stimmt. Hier und da ist man mal weggefahren, klar, aber ich bin auch nie so der Typ, ich kann mich an wenig Dingen erfreuen, ich bin so ein total komischer Mensch. Ich kann mich zum Beispiel, ich hasse Kirmes oder so, ich kann das gar nicht ab. Das ist irgendwie. Was hast du? So Kirmes heißt das, glaube ich. Bei uns heißt es Kirmes. So, ja, bei mir heißt es Jahrmarkt. Wandernde Fahrgeschäfte, sozusagen. Mhm. Und damit, ich finde das auch toll. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. So Vergnügungspark, so, das ist schon eher was. Auch nicht so ganz. Aber da ist halt Mio halt immer. Ja, die mag sowas halt und ich fühle mich da immer so voll fehl am Platz irgendwie. Keine Ahnung. Wie Vergnügen. Ja, was soll ich denn hier? Du weißt nicht, wie mein Leben ist. Ich bin den ganzen Tag so voll grumpy, so, ich hasse alles und wie kann man nur glücklich sein und wie kann man nur lachen und so. Und das sieht man mir manchmal gar nicht so an, weil ich auf der anderen Seite so eine extreme Frohnatur bin, aber sobald es sowas ist wie, keine Ahnung, ganz einfach Beispiel, Suppe. Und dann bin ich so richtig grantig so und ich kann da gar nichts gegen machen. Und so ist das halt bezogen auf solche Sachen. Oder einfach, wo extrem viele Menschen sind, das ist gar nicht meins. So, ich könnte den ganzen Tag am Strand rumlaufen, ohne einen Menschen zu begegnen. Ich wär der glücklichste Mensch, ich hätte Spaß für mein ganzes Leben. Aber wenn ich so am Hotelpool sitzen würde und da würden andere Leute sein, ich würde einfach, obwohl die mir nichts tun. Da fallen mir aber dann dazu spontan 3 Highlights aus meinem letzten Jahr, also aus diesem Jahr. Und zwar war ich ja im Moviepark, ne, alles voller Menschen. Dann war ich Gamescom, sowieso eins der Highlights, alles voller Menschen. Und ich war Rock am Ring, alles voller Menschen. Ja, gut, okay, das sind ja auch, ich meine, Rock am Ring und wie gesagt, Vergnügungspark ist ja auch in Ordnung. Das kann man ja auch machen, das ist ja auch eine schöne Sache. Das ist ja auch, ich meine, du gehst ja nicht dahin wegen anderen Leuten, du gehst ja dahin, weil, ich sag jetzt mal, du die Fahrtgeschäfte ausprobieren willst oder du Musik hören willst. Ja, da blendest du ja eh viel aus, was da sonst so passiert an anderen Leuten. Wenn die dich. Es geht so. Also manchmal ist es einfach nicht auszublenden. Besonders Rock am Ring ist es extrem schwer, an so Leute auszublenden. Ja. Weil du ja schon mal fast gar nicht schlafen kannst, weil es die ganze Nacht laut ist. Na gut, und, okay. Das schlaucht schon ganz schön, aber nein. Aber ich sag jetzt mal, das ist trotzdem ein Highlight. Also ja, auf jeden Fall sind es Highlights, natürlich. Aber bei mir ist leider jede freie Minute einfach. Dieses Jahr ist echt nichts passiert sonst, weil jede freie Minute ist entweder in LPs oder ins Umziehen geflossen, was ja schon eine längere Vorbereitung brauchte. Ja, und halt Rumärger mit der alten Wohnung. Man kann das alles gar nicht beschreiben. Und wenn man das erzählen würde, man muss dabei gewesen sein. Das ist echt so. Das ist schlimm gewesen. Und, ja, das ist ja sowieso immer so. Man erlebt es selber immer anders, als wie es andere sehen. Ja. Manche so, oh ja, das ist alles gar nicht so schlimm. Solche Sachen wie, ja, man kann die Heizung nicht anmachen, weil die Therme einfach Gas ausströmt und man dann erstickt. Ja, dann macht die Heizung ja nicht an. Ja gut, aber wenn es kalt ist, ab Januar, und wenn es dann wieder kalt wird ab Oktober, ja, dann
weiß ich nicht, dann ist es so eine andere Sache. Ja, kannst du ja Wolldecken nehmen. Na gut, wenn in der Wohnung einfach minus 5 Grad sind, dann wird's schwierig. So. Yay, Ja. free Eiswürfel. Du kannst auch nicht in jeden Raum einen Heizlüfter stellen, also das kann ja auch keiner bezahlen. Nee. Deswegen, da sind manche Sachen scheiße gelaufen, deswegen, da ist ganz viel Energie reingeflossen. Und das andere ist halt ins Umziehen. Jetzt geht es mir aber besser von der Gesundheit her. Das ist auch so eine Sache. Ist halt blöd. So, ich konnte vorher halt wenig machen und hier ist einfach extrem viel besser von der Luft her. Das sind einfach so die Sachen. Ich sage deswegen Highlight, weil ab diesem Jahr kann ich mich mehr darauf konzentrieren, wieder mehr Freizeit zu genießen mit meiner Freundin. Und das ist, und wir sind jetzt mehr nah. Oh, wassernah ist immer gut. Ich liebe Meer. Meer ist das Oh, und Beste. ich bin weggezogen vom Meer. Nein, das sind so Sachen. Das sind so die wichtigsten Highlights, denke ich, glaube ich, meine Ja. ich. Ja, doch. Da war gerade noch irgendwas anderes, aber das wird jetzt durch meine widerwärtigen Erinnerungen an die alte Wohnung verdrängt. Ach so, doch, Gamescom, da wollte ich hinaus. Das ist ja auch so ein Highlight für jedes Jahr, denke ich mal, wenn man da gerne hingeht. Ja, das war für mich sogar das erste Jahr, ja, dass ich Ja. bei der Gamescom war. Deswegen war es ja ein doppelgroßes Ich finde das Highlight. heutzutage ein bisschen schwieriger als früher, auch wenn das blöd klingt, aber für viele Leute ist die Gamescom einfach nur noch so eine Art Forum sehen und gesehen werden. Und zwar nicht die Games, sondern irgendwie untereinander. Oh ja, dieser Let's Player ist jetzt wieder auf der Gamescom. Und ah, dieser Let's Player ist auf der Gamescom. Oh ja, diese sind auf der Gamescom. Ich glaube, weil für mich würden. Es wird sich. Für mich, ich würde da nur hingehen, nicht als Ustra von irgendwie. Von irgend so einem Hampel-YouTube-Kanal, sondern ich würde da als Mensch hingehen, weil mich die Spiele interessieren. Und da war bis jetzt eigentlich Ja. wenig dabei, wo ich sagen würde, oh, das möchte ich mir gerne vorher angucken, bevor das rauskommt, weil das muss echt schon. Und das wären auch nicht alle Games, sondern das wären nur so ein paar, eins, zwei Spiele. Und ich weiß nicht, ob es sich dafür lohnt, dahin zu gehen. So, weißt du, das ist dann der Unterschied. Ja, ich finde insgesamt ist eigentlich alles ganz cool. Ja, na gut, Das ist klar. schon schön, alles mal so anzusehen. Klar, Gefällt mir wenn schon. man Cosplay mag, das ist ja auch so eine Sache, das ist ja Ja, auch cool. Cosplay. Oh, Und ich das finde ist halt, Cosplay super. ja, wenn das super gemacht wird. Klar, das sind so Sachen, deswegen würde ich auch dahin gehen. Es ist natürlich eine Art von, da möchte man Dinge sehen. Es gibt natürlich auch manche Präsentationen von manchen Sachen, wo mich das Game vielleicht nicht so interessiert, aber wo die Präsentation vielleicht ganz cool ist. Deswegen ist es schwierig jetzt zu sagen, oh, ich mag das nicht oder so, sondern ich war einfach noch nie da. Aber für mich ist es einfach gerade, und ich glaube, es wird immer schlimmer, es kommen einfach immer mehr Leute dahin unter dem Vorwand, ich will gesehen werden. So, und ich glaube, das ist ein bisschen der falsche Ort für sowas. Wobei ich sagen muss, ich denke auch für einige wirklich große YouTuber ist es gar nicht so einfach. Wenn man jetzt zum Beispiel Gronkh nimmt oder so, der sich vielleicht wirklich gerne die Gamescom ansehen möchte, das kann er gar nicht machen. Das Der kann er kann gar wirklich nicht nur machen. Genau, und das ist auch schade. zuerst die Ja. erste Stunde, wo keiner rein kann, wo nur so die Größeren sein können, sich das alles angucken. Man kann sich das gar nicht alles in einer Stunde angucken. Nein, das ist ja auch schade für ihn. Und ich denke mal, es gibt ja auch YouTuber, und das ist ja das andere. Nein, ich rede ja nicht von solchen Leuten. Ich rede ja von Leuten, die bewusst dahin gehen, um gesehen zu werden. Ich meine, wenn du da eingeladen wirst, um da zu performen, oder dich anbietest, da zu performen, das ist natürlich deine Sache. Aber ich glaube auch, dass das ein bisschen blöd ist, dass du vielleicht Sachen, die dich selber wirklich interessieren als Menschen, dass du das einfach dann nicht mehr so wahrnehmen kannst. Und das Problem ist, alle von diesen kleinen Leuten, sag ich jetzt mal, die jetzt, ich sag jetzt mal, was ist für mich klein für solche Angelegenheiten? Ich denke mal so 10.000 minus, also alles unter 10.000, da einfach nur hingeht, um gesehen zu werden. So, oh, hallo, ich bin auch da und ich gehe auch auf die Gamescom. Ich hab, weißt du, so, ah, ich Ja, weiß man sieht nicht. ja auch ganz oft auf der Gamescom dann irgendwelche mit einem T-Shirt, mit einem Let's Play-Namen oder was weiß ich, mit einem Ja. YouTube-Name einfach. Ja, und dann einfach Ja, irgendwie Facecam das und keine reicht mir Ahnung, nicht. mit alle, die Hälfte davon läuft mit Kamera rum und so. Das weiß ich nicht. Das ist einfach, es ist doch viel cooler, wenn du erkannt wirst anhand deines Gesichts vielleicht. Und so, ey, du bist doch, und nicht so, hier, ich hau dir mein T-Shirt ins Gesicht, erkenn mich endlich. So, hier, ich hab ne Kamera in der Hand, ich muss doch wichtig sein, erkennst du das denn nicht? Ich glaube, das ist die falsche Richtung für solche Naja, mit der Angelegenheiten. Kamera in der Hand finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm, weil man kann ja für sich privat auch Aufnahmen Ja, machen. na, nein, das ist ja klar. Das machen ja, das, ich Ja, denke ich mal, das weiß machen schon, was du alle. Na, oder meinst. auch, ich meine auch Fotos machen von den Cosplayern und so. Ich meine, dafür sind die ja Ja. auch da. Ich meine, Ja. ne? Das Aber stimmt. auch mal, ich weiß nicht, nach der Gamescom ist einfach so eine Überschwemme von, hey, ich war auf der Gamescom, guck dir doch mal ein Video an, wie ich über die Gamescom gelaufen bin. Wirklich,
Ich gucke mir dann lieber solche Ereignisse an von irgendwelchen neutralen Seiten, eventuell dann von der Gamescom selber, die da Leute haben, die das machen. Und, weißt du, das ist dann irgendwie neutral und ich kann mir ein eigenes Bild davon machen und kein Plan. Nicht so, dass sie. Das hört sich wieder so an, als ob ich andere Leute das nicht gönne, dass die das machen oder so. Nur es gibt halt, ich sag jetzt mal, Videoconventions und wie das alles heißt, wo sich YouTuber einfach untereinander sind und wo dann auch Leute wegen den Leuten dahin kommen. Und ich finde, du solltest Leuten, die wegen Games irgendwo hingehen, nicht deine Präsenz aufzwängen. So. Das muss man vielleicht ein bisschen. Wie gesagt, wenn du jetzt, du warst ja da, ich weiß ja nicht, wie das war. Wenn du jetzt erkannt worden wärst, anhand von Facecam, nein, ich sag jetzt nur, anhand von deiner Facecam und du sagst, ach, das ist doch bestimmt die Windprinzessin oder so, ne? Und dann sagt dir einer, hi, und du bist doch die, oder sag mal, bist du doch, das wäre doch richtig, dann würdest du sagen, wow. So, das wäre ein Moment, wo du sagen würdest, boah, wie geil ist das denn? Aber wenn du jetzt da rumlaufen würdest, oben mit einer Fahne aus deinem Rucksack raus, Windprinzessin, mit dem T-Shirt, mit der Kamera da rumrennen würdest, ich glaube, dann wäre das eher so, ja, kein Wunder, dass er mich erkennt, so, weißt du, dann hat das einen anderen Wert. Und Ja, das denke ich so auch. sehe ich aber auch das ganze Prinzip von YouTube irgendwie, Ich finde, es kommt aber auch nicht so gut an, wenn man sich jetzt so wirklich präsentiert, weil ich hatte gerade einen Satz im Kopf, jetzt ist er mir wieder entfleucht. Ich weiß, so viel Quatsch, ich weiß. Das ist mir jetzt tatsächlich wieder entfallen. Naja, auf jeden Fall finde ich es nicht ganz so gut, weil, ja, das darfst du dann beenden. Einfach, ja, weil es einfach, keine Ahnung, jeder will doch nur seine Sachen da gucken. Du willst gucken nach, weiß ich nicht. Die Wahrscheinlichkeit, wirklich erkannt zu werden, bei unter 10.000 ist so gering. Ja. Genau. Und kann man. Naja, es lohnt sich aber auch Ja, nicht. und Wozu? es gibt ja jetzt ganz viele Programme, wo ich denke, die Leute, ich glaube, YouTube selbst versucht solche Sachen sogar abzuwenden, weil es gibt ja diese Video-Days von YouTube und so und irgendwelche YouTube-Treffen in größeren Städten. Ich weiß nicht, ich bin da in so einer, ich kriege das auch immer von YouTube selber, dann treffen die sich wieder in Köln und in keine Ahnung wo und in Bonn und in Hamburg und keine Ahnung. Und ich denke mal, das wird dann so ein bisschen outgesourced, damit die Leute dann sagen, okay, wenn ihr die YouTuber sehen wollt, dann könnt ihr dahin gehen. Und bitte macht das nicht auf Sachen, die vielleicht für was anderes sind. Weil ich glaube auch, der Gamescom selbst, extern oder intern, geht das wahrscheinlich auch ziemlich auf den Keks. So, die wollen das ja machen, damit du die Games feierst. Und das ist ja auch der Slogan. Und nicht feier die Leute, die da über den Platz laufen. Das stimmt, ja. Aber als Highlight würde ich es auf jeden Fall auch gelten. Und ich habe vor, nächstes Jahr auch zu gehen. Aber man kann es ja nicht sagen. Aber es wäre eine geile Sache auf jeden Fall. Na, ich glaube, ich werde nächstes Jahr nicht hingehen. Aber das ist aber scheiße. Ja, ich würde gerne, aber ich glaube, das wird nächstes Jahr nix. Das finde ich nicht gut von dir. Wir hatten letztes Jahr schon Außer gesagt, ich glaube gewinne ich. wieder spontan irgendwelche Karten. Ganz mal da. Nein, aber wir hatten letztes Jahr schon gesagt, eigentlich, wir wollten dieses Jahr schon zusammen Kekse backen. Und scherzhaft haben wir das natürlich gesagt. Aber es wäre eine geile Sache gewesen. So an sich, weil wir einfach eine extreme Distanz haben, alle zueinander. Sefi ja auch und so. Und es wäre schon cool, sich mal zu sehen, einfach. Weil ich glaube, das macht das Ganze ein bisschen auch entspannter. Weiß ich nicht. Es ist halt cool zu wissen, mit wem man aufnimmt. Wir wissen es ja natürlich untereinander, mehr oder weniger, aber es ist ja trotzdem nur übers Internet. Ich denke mal, aber irgendwann wird sich bestimmt mal Ja. die Gelegenheit geben. Natürlich, das ist jetzt Und auch wenn es nicht. erst übernächstes Jahr auf der Gamescom ist. Ah, dann machen wir das. Nein, weil das ist ja nicht sowas wie, das hat ja auch keine Eile oder so, aber ich meine, wir haben ja noch das Glück, wir leben in einem Land. Wenn ich mal, ich sage ja, ich gucke nicht so viele deutsche YouTuber oder so, über gar keine, außer die Rocket Beans. Weiß ich nicht, da musst du dir vorstellen, der eine wohnt in Amerika und der andere wohnt einfach fucking in Irland oder so. Und selbst die treffen sich mal irgendwann so, weil die einfach Ja, sagen, stimmt. irgendwann müssen wir uns einfach mal sehen und weiß nicht, um mal zu wissen, wie der andere tickt, wie der riecht, wie der sich anfasst, wie der, weiß ich nicht, keine Ahnung.
wie seine Kopfhaut aussieht. Man weiß es nicht, was man macht, wenn man sich trifft. Ich hatte noch keinen sozialen Kontakt. Ich sitze nur vor meinem Computer. Das heißt, ich weiß es nicht. Aber ich werde das rausfinden. Ist das ein Mensch? Oder ist das nur ein Bild von einem Menschen? Echt? Deine Polygone scheinen nicht akkurat zu sein. Nun, nein, du bist nicht richtig gerendert. Irgendwas ist falsch. Ja, genau. Siehst du schief aus? Ja, das, wenn ich so weitermache, dann werde ich auf jeden Fall irgendwann so weit denken. Ja, gut. Was war noch so dieses Jahr? Es gab ja auch viele blöde Sachen in diesem Jahr. Wir haben, was nicht uns betrifft, aber so alles Mögliche, wenn wir jetzt in Themen reingehen wie Flüchtlingskrise, wenn man das so nennen soll, keine Ahnung. Das ist einfach unorganisiertes Durcheinander und die Flüchtlinge wollen einfach, die bangen einfach um ihr Leben und wollen da weg. So würde ich das eher nennen, weil es liegt nicht in den Flüchtlingen, dass das scheiße ist. So, ganz einfach, um das mal ein bisschen anzusprechen an dieser Stelle. Ja, ist halt ein wirklich trauriges Thema. Trauriges Thema, ja, weil es einfach ignoriert wurde, bis zum Punkt, wo es kritisch wurde und dann wussten sie nicht, wie sie weitermachen sollen. Ich glaube, das Thema könnte eine ganze Sendung. Ja, das Thema kann auf jeden Fall auch wahrscheinlich nicht von uns, weil wir wahrscheinlich nicht so viele Aspekte haben wie angebliche Experten, die das alle schon lange vorhergesehen haben und trotzdem keine Lösung bieten können. Nein, aber das sind so Sachen, die alle dieses Jahr passiert sind. Es sind ohne Ende Sachen passiert. Ja, das stimmt. Das ist passiert. Gutes wie Schlechtes. Aber so für aber sonst fallen mir auch keine schlechten Sachen weiter ein. Also eigentlich sehr positiv gewesen dieses Jahr. Ja, finde ich auch. Also für mich persönlich war das Jahr auf jeden Fall ein voller Erfolg. Würde ich jetzt nicht sagen, aber... Ja, wie gesagt, außer das mit dem Lesen... positiver Erfolg. Außer das mit dem Lesen habe ich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Und das ist gut. Ich hatte schon mal Jahre, da war es dann... Ich poche jetzt auch nicht so auf die Neujahrsvorsätze, okay. Aber ich hatte schon mal Jahre, da ist so mehr oder weniger gar nichts passiert. Oder auch gerade in meiner Ausbildungszeit. Das ist ja auch noch nicht ganz so lange her. 2 Jahre. Da hatte ich auch mal ein Jahr, das war einfach nur, weiß ich nicht, da weiß ich gar nicht mehr, was dieses Jahr passiert ist, weil es einfach nur war wie Arbeiten, Wochenende, ohne irgendwie... Meine Ausbildungszeit war eigentlich ganz witzig, muss ich sagen. Echt? Zumindest an den Wochenenden. Ja, an den Wochenenden war ganz gut, aber sonst, ich meine, es ist nichts passiert, wo ich sagen würde, oh, das ist jetzt aber weltbewegend oder so, oder das war jetzt... super. Das war einfach nur, das Jahr war weg. So irgendwie. Das Jahr ist einfach rum. Ohne dass du sagen könntest, oh, das war cool. Oder das war richtig scheiße. Okay, wir haben das Highlight gesagt. Wir machen jetzt noch zum Abschluss, weil es auch schon lange ist, weil wir uns an Themen aufgehangen haben, die hätten nicht vielleicht so lange dauern müssen, aber egal. Wir sind jetzt damit durch. Ausschweifen geworden. Ist nicht so schlimm. Dafür sind wir hier. Und das ist ja auch, wir haben ja keinen festen Plan. Und wir erfüllen ja auch keinen Plan. Das ist ja alles unsere freiwillige Sache. Was ist das Negativ-Highlight, das Anti-Highlight gewesen deines Jahres, wenn man das so sehen will. Ein Negativ-Highlight. Eigentlich ist das Negativ-Highlight auch schon wieder ein Positiv-Highlight. Okay. Mein Auto ist kaputt gegangen und ich musste mir ein neues Auto besorgen. Dafür habe ich jetzt aber ein neues Auto. Gut, ich muss es noch abbezahlen, aber... Aber es ist ein Auto. Ja. Nun, davon... Es war aber sehr stressig auf jeden Fall. Davon möchte ich nicht reden. Mein Auto ist auch hin. Das kennst du ja mit dem Auto, ne? Ja, das mit dem Auto ist auch fertig gewesen. Ey, dann bist du gerade umgezogen, der ganze Umzug hat gepasst und dann gibt dein 30 Jahre altes Auto auf. Nein, ich bin noch keine 30 Jahre alt. Beruhigt euch wieder, Kommentarsektion. Ich bin noch jung. Ich bin noch knackig und jung. Das Auto war nur alt. Und ich bin noch alles gut. Bin im besten Alter. Ja, das war blöd. Und mein anderes Negativ-Highlight, und jetzt kommt's, ich habe mir Dark Souls gekauft, weil ich einfach dachte, es war im Angebot, ich kann nichts dafür, das Angebot hat mich gelockt und ich bin drauf reingefallen. Ich habe mir Dark Souls gekauft und nachdem ich das so 2 Stunden gespielt habe oder 3 und mein Rage-Level ungefähr außerhalb dieser Hemisphäre war, weiß ich nicht. Nicht mal der günstigere Preis hat das gerechtfertigt, was ich für eine Leidensgeschichte hatte. Ich hatte, ich, ach,
Frag nicht, ich habe nichts geschafft. Kann ich gut verstehen. Zwei Bosse oder drei Bosse habe ich hingekriegt. Und mehr Rage als alle anderen. Und ja, das war mein Negativ-Highlight. Ja, fällt mir auch noch was ein, obwohl ich nicht mehr weiß, ob es dieses Jahr war oder ob es letztes Jahr war. Na gut. Wo ich eine Urheberrechtsverletzung hatte. Nicht auf YouTube oder so, sondern auf eBay. Ach das, ja, das hast du mir erzählt. Ich weiß nicht mal, ob es dieses Jahr war. Ich habe es so sehr verdrängt. Anfang dieses Jahres oder letztes Jahr, ja, hast du recht. Ja, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich eine saftige Strafe bezahlt für etwas richtig Dummes eigentlich. Im Nachhinein muss man sagen, da hast du dich aber auch fast locken lassen, ey, von denen. Da hat irgendjemand einen richtig starken Anwalt gehabt, weil das ist einfach nur lächerlich, was da passiert ist, ohne darauf näher einzugehen. Es ging einfach nur darum, du warst auf eBay, das hast du schon gesagt. Du wolltest einen Artikel loswerden und hast dir, weil du kein eigenes Bild gemacht hast, zu diesem Artikel einfach ein Bild aus dem Netz geholt. So war's. Ja. Genau. Das beschreibt das Ganze. Und irgendein Hampel. Und irgendein Hampel hat einfach gesagt, das ist aber mein Bild. Und wie auch immer man das rechtfertigen kann. Ist es dazu gekommen und das fand ich eine mega Frechheit. Das ist eine mega Frechheit gewesen. Ja, das ganze Thema. Ein sehr, sehr negatives Erlebnis. Ja, wo man sich dann wirklich fragt, was ist los mit den Leuten? Weil normalerweise kann. Ich dachte, wir sind hier in Deutschland. Tut mir leid, das ist das Sachrechtssystem. Aber normalerweise kann damit doch keiner durchkommen. Du kannst dir ein Bild von einem Produkt, was nicht dir gehört, kannst du doch nicht urheberrechtlich. Weiß ich nicht, schützen lassen. Ich meine, das Produkt gehört nicht mal dir. Und die Kamera hast du auch nicht selber entwickelt. Also irgendwie keinen Plan. Also das ist merkwürdig. Ich meine. Ich glaube, wir müssen nicht alles verstehen. Nee, wir kennen uns ja mehr oder weniger durch den ganzen Aufnahmekram so ein bisschen mit den Rechten aus, sage ich jetzt mal. Du kommst ja nicht drum rum, dich da schlau zu machen. Und keine Ahnung, sogar bei den Games ist es so, die können bestimmte Sachen unter Rechte heben, wie Musikstücke, klar, okay, das gehört einfach irgendeinem Künstler, oder halt diverses Cutscene-Material oder so, das können die sich alle schützen lassen, ist ja auch gut so, aber theoretisch ist es so, kein einziges Gameplay ist urheberrechtlich geschützt. Das geht nicht. Hm. Weil, vielleicht Figuren, ja. Figuren sind rechtlich. Sonic ist rechtlich geschützt und Mario, niemand anders darf die Figur Mario verwenden und einfach dann das Spiel, keine Ahnung, Holztischaufbau nennen und der Charakter, den du dann spielst, ist Super Mario. Das funktioniert nicht. Okay, das sehe ich auch ein. Aber, Holztischaufbau. Ja, ich sitze einfach nur an meinem Schreibtisch, deswegen. Ja, es gibt für alles einen Simulator. Ich habe sogar schon den IKEA-Simulator gesehen. Also, das ist ein bisschen, wenn man die Tücken des Internets sieht, dann sieht man auch die Angebote für Dark Souls und dann hat man verloren. Ja, naja. Nein, und weiß ich nicht. Es ist halt blöd. Das ist extrem blöd. Und ich weiß auch nicht, inwiefern sich das gerechtfertigt hat, das Ganze. Aber, ne? Besser mal ein blaues Auge und dann ist es okay, anstatt eine Klage gleich zu haben. Weiß ich nicht. Es gibt ja auch andere Klagen, ne? Als kleine kleine, in Anführungsstrichen, Geldstrafen. Ja. Vor allem, wie lange war denn das Bild dann überhaupt online? Keine Ahnung, vielleicht eine Woche. Oh. So, ich meine nur maximal, wenn überhaupt. Und das rechtfertigt überhaupt gar nichts. Ja, die Anti-Highlights dieses Jahres habt ihr auch live gehört von der Windprinzessin und mir. Und was sind eure Anti-Highlights? Genau, eure Anti-Highlights auch und natürlich auch eure normalen Highlights. Wir wollen nicht über das Schlechte reden, wir wollen aber auch über das Gute sprechen. Und ja, uns würde natürlich freuen, von euch etwas zu lesen zu eurem letzten Jahr. Nächstes Mal gehen wir in die vierte und letzte Noob-Tour Weihnachts-Spezial-Podcast-Runde mit dem Thema Into the Future, richtig, genau. Mit dem Thema Neujahresvorsätze, dieses Wort ist die Hölle für mich. Dann werden wir darüber sprechen, über die rosige Zukunft, die uns bevorsteht, uns allen bevorsteht. Also, schaltet dann wieder rein. Wir sehen uns dann. Bis dahin.